Hauptsache, die Schaukel für Söhnchen Leo hängt später sicher. Da können Dübel und Schrauben nicht lang genug sein. Schwere Geburt, legst du das an? Hast du es geschafft? Ich piekle beim Nachbarn durch. Sehr gut. Super. Jakob ist stolz aufs Born, Julia auf ihren Jakob. Was wird es denn, Schatz? Eine Schaukel. Warte kurz, Schatz. Und weg ist er. Ich filme parallel für Instagram, für meinen Account, denn ich nehme so gerne unsere kreativen Sachen auf und schnibbel dann alles zusammen und dann sehen wir halt eben dieses Vorher-Nachher-Ergebnis. Das liebt die Community so gern. So, schaut mal her. Das hat der Jakob provisorisch hier gebaut. Das ist unsere kleine Werkstatt. Hier draußen bauen wir etwas windgeschützt. Ganz, ganz tolle Idee, die Jakob hier hatte. Ach, guck mal, das kenne ich irgendwie mit der Kamera. Handykamera überall drauf. Hallo, liebe Freunde, ich bin der Marc und zeige euch im Hintergrund die Julia, wie sie nicht arbeitet. Und das ist nicht der Sinn der Sendung. Handy weg und los an die Schrauber. So. Also, ich habe die Schutzmaske auf und der Jakob, der bohrt, also finde ich den Fehler. Auch auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht unmodern sein könnte, aber ein Handy hilft euch nicht beim Arbeiten und beim Erfüllen eures Schraubensägen-Siegen-Projektes. Ich habe ja nichts dagegen, wenn einer irgendwie was nachguckt oder Fragen beantwortet haben möchte. Aber das mit dem Handy und guckt mal hier und schön, gibt von mir keine Punkte. Ganz im Gegenteil. Maxim, kannst du kurz filmen? Komm jetzt! Einmal bitte, kurz halten. Wer ist Maxim? Das ist mein Sohn. Ich habe ja so viele Kinder. Also das ist mein das Kind. Kind Nummer 2, wirklich, war ein Witz. Das ist mein zweites Kind, das älteste, 13 Jahre alt. Und das unterstützt mich natürlich gerne beim Filmen. Sehr gerne. Hat man ja gehört. Immer freiwillig. Das ist halt die Pubertät. Normalerweise ist er ganz nett. Gell, Schatz? Sehr, sehr nett. Ja. Ach. Natürlich. Er liebt es. Drehst mal nach links. Nach links? Ja. So? Das ist recht. Da doch richtig. Oh Gott. Ach, die tut so, als ob für ihr Handy, Instagram, Social Media Theater. Also Leute, bitte. Ey, wenn ich euch bewerten soll, dann bitte macht handwerkliche Arbeiten und keine Clown-Nummer aus Schraubensägen siegen. Da gibt es für mich einen Punkteabzug. Wow, nach wie vielen Stunden haben wir das geschafft? 6. Das lief auf Anhieb. Ja, super. Ich wollte ja einfach klatschen. Ja, in Bramsche nahe Osnabrück tüfteln Lisa und Daniel weiter an den Holzteilen für Leos Klettergerüst. 5,5 Stunden sind weg. Wenn du da die richtige Stichsäge hast, wo du die Bodenplatte verstellen kannst, die Neigungswinkel verstellen kannst, dann bist du da direkt richtig gut mit dabei und bist mit einem Schnitt da durch. Und jetzt? Tja, ich krieg das sonst mit dem Winkel nicht hin. Es gibt Stichsägen, mit denen kann man den Winkel einstellen. Aber ich halt fest, du machst sie. Was ist das? Das ist eine Astsäge, wo man Äpfelbäume abschneidet. Also. Mhm. Ob Ast oder Holzplatte ist auch egal. Oh mein Gott, das sieht sehr gefährlich aus. Ja, pass auf deinen Daumen auf. Ja, wieder bei der Samurai. Zack. Okay. So. Geht doch. Das Holz hat sämtliche Sägeangriffe überlebt. Endlich zwischendurch mal wieder Schrauben. Wenn ich etwas baue für Kinder, da kenne ich kein Pardon. Safety first, absolut. Das muss alles halten, sicher sein, passen. Sonst gibt es da keine Punkte für. Das passt doch wunderbar. Daniel ist zufrieden. Marc auch? Das passt, das hat er gut angezeichnet. Diese Mühe muss belohnt werden. Ich hab dir mal ein Bier. Wow, wie weit bist du denn schon? Wolltest du ein Bier? Nein. Feierabendbier? Feierabend? Ihr habt doch gar nicht, so viel habt ihr doch gar nicht geschafft. Ja, wow. Du bist ja schon mega weit. Cool. Der kriegt sogar ein Bier oder Trieb. Das dürftest du nicht. Das arbeitest du gar nicht mehr. Da ruhe ich mich einmal aus und dann ist das schon fast fertig hier. Willst du mal eine Runde rutschen? Nee, lieber nicht. Danke. Ich mache für heute dann Feierabend. Ey. Ich bin sowas von platt von dem Tag. Also ist doch anstrengender als gedacht. Aber
ich sehe, du bist mega weit. Also ich freue mich total. Unser Team macht auf jeden Fall Feierabend. Lisa mobilisiert nochmal alle Kräfte und rafft sich zum Malen auf. In Köln hängt die Balkenkonstruktion für die Schaukel. 7 Stunden sind dafür draufgegangen. So, jetzt bohre ich oder ich schraube oder ich säge? Drück einfach. Okay. Viel Glück. Stopp, nächste. Ja, super, gell? Es leuchtet hier am Schnürchen. Ich glaube, du kannst ein Mittagsschläfchen machen gehen, Schatz. Okay. Ach super, ich find's cool, dass sie es probiert. Ich habe so das Gefühl, ich könnte das Projekt auch ohne Jakob machen. Humor hat sie. Siehst du, jetzt wird sie übermütig. Ich kenne die Sprüche irgendwoher, witzig. Ja, ja. Julia mutiert zur Heimwerkerin. Geht doch. Super. Reicht. Okay. Jetzt fange ich langsam an zu schwitzen. Zeit für ein Zwischenfazit. Genau. Also wir wollten heute auf jeden Fall das Gerüst für die Schaukel fertig haben. Wir wollten, wie gesagt, die Decke fertig haben, den Sternenhimmel und das Regal. Wie man sieht, fehlt das Regal noch und der Sternenhimmel, aber das kriegen wir bis heute noch hin. Also das ist unser Tagesziel noch nicht erreicht, aber bis heute Abend schon. Also ich sage, ich habe von Anfang an gesagt, Jakob ist langsam und ich finde, es hat sich bestätigt. Und das Positive? Ich bin optimistisch, dass wir es heute noch schaffen werden. Ich glaube nicht, dass Jakob langsam ist. Ich glaube, dass eher gewisse Aktivitäten, die nicht zum Arbeiten gehören, euch bremsen. Jakob muss aufholen. Das Regal ist eine coole Idee. Vor allen Dingen diese Fächer, die du da raus und reinziehen kannst, gefällt mir. Unsere Nachtkameras zeichnen auch hier pausenlos mit auf. Nicht das Licht ausmachen. Neuer Tag, neues Glück. Hallo, schon jemand wach? Ja, hi. Ja, schönen guten Tag. Ja, was willst du wissen? Wie war die Nacht? Sehr kurz. Also Jakob hat ziemlich lange hier gearbeitet, muss ich sagen. Ein Balkenregal, relativ stabil. Also es sollte sogar einen Menschen aushalten. Das ist sehr massiv, das ist ordentlich. Du musst drauf sitzen. Okay. Also komm. Hält. Ja, super. Das sieht massiv aus. Seid nur vorsichtig mit den Splittern. Bitte noch mal drüber schleifen, auch die Kanten brechen. Also ich bin jetzt mittlerweile ganz glücklich, wenn ich hier das Ergebnis sehe. Aber ich war heute Vormittag richtig schlecht gelaunt. Ne? Also wir haben uns auch richtig gezofft. Ich war kurz davor, wieder Schluss zu machen. Schon wieder. Na, sehr anstrengend, ja. Ja, sehr anstrengend. Schrauben, Sägen, Siegen ist ja auch ein Beziehungstest. Was ist denn an der Decke passiert? Ja, dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal auch selbst irgendwas machen. Und fing an, hier dieses Sternenhimmel zu gestalten. Könnte auch als Disco-Licht durchgehen. Wer einen Sternenhimmel machen will aus LED, super einfach. LED ist ein Kaltlicht, darf also auch auf dem Stoff liegen. Ist kein Problem. Jetzt klebt ihr die ganzen LEDs so ein bisschen unter die Decke mit doppelseitigem Klebeband. Das muss nicht lange halten. Nur so lange, bis der Stoff gespannt ist. Dann darf das LED auch runterplumpsen. Und ob es jetzt auf dem Stoff liegt oder oben hängen bleibt, ist ganz egal. Ihr macht einfach das Licht aus, lasst nur das LED an und habt einen richtig schönen, romantischen, feinen Sternenhimmel. Ist nicht nur für Kinderzimmer schön. Ihr habt übrigens noch etwa 10 Stunden. Haltet ihr durch? Oh ja. Weißt du was? Ist ja immer noch ein ganzer Arbeitstag. Mir geht's mittlerweile echt gut mit den Gedanken, dass ich weiß, dass das Ergebnis richtig schön aussehen wird. Auch im Norden bricht ein neuer Heimwerkermorgen an. Zwei. Sohn Leo macht schon Bauinspektion. Nochmal? Ja, die Rutsche ist, glaube ich, keine so richtige Rutsche, weil das Polster ziehst du mit runter und der kleine Köttel kann da nicht allein da rumsausen. Also was ich ja jetzt hoffe, ist, dass rechts und links und auf dem Boden halt irgendwie Sicherheit geboten ist. Also das wäre für mich noch zu unsicher. So einfach mal so was Steiles hingestellt. Auch wenn die Matte drauf ist, was schön ist und die Farbe ist toll. Ja. Aber ich brauche noch mehr Sicherheit, vor allem beim Kleinkind. Ja, wir haben gestern Abend noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und wir haben hier die Höhle einmal illuminiert. Das wird der Kleine lieben, die Höhle. Und hier haben wir dann einfach einen Balken eingesetzt, der ist schön
bündig geworden. Den konnte ich schon fast so reinhämmern und der hielt fast von alleine. Schön. Sehr schön. Auch Lisa war fleißig. Zeig mal. Da ist die Sonne entstanden. Genau. Daneben kommt jetzt die Giraffe noch mit der Messleiste. Also da, ja, hier wollte ich noch eine Giraffe hinmalen. Und dass wir den Leo die ersten Jahre messen können. Schauen wir uns mal an, was wir geschafft haben jetzt. Also die Wände sind ja gestrichen, da kommen aber noch künstlerische Dinge wie die Giraffe dran. Das Klettergerüst bauen, ja, das ist jetzt teilweise fertig. Da ist sogar Licht drunter. Da muss aber das Tippizelt gebaut werden. Regale mit Stoff- und Schiebetüren müssen gebaut werden. Ja, Wandgemälde im Safari-Look, das ist ja die Giraffe. Und Deko. Ich sag mal, da muss jetzt noch was passieren. Schatz, was machen wir hier mit diesen ganzen Brettern? Wird das der Schrank? Das wird Teil vom Schrank. Das werden die Türen. Okay. Genau, ich habe die schon mal ein bisschen hier ausgelegt. Und die gute Seite liegt jetzt unten, okay, damit wir die gute Seite nachher außen haben. Und denkt dran, ihr nehmt immer die glatte Seite nach außen. Denn Splitter in Kinderhand, das ist nicht so wirklich prickelnd. Du kannst eben einmal vorbohren, wenn du Bock hast. Ja. Ja. Einmal durch. Ja. Zweimal durch. Okay, und wo das nächste? Hier wieder die nächste Platte. Achso, je Latte. Wechsel, okay, genau. Alles klar. Okay. Gut, bis gleich. Dann hol ich eben schon. Aber jetzt schon mal zwei Akkuschrauber, das war schon mal clever. Du musst da nicht, kann da vorbohren, das hatte ich nämlich nicht. Jetzt gibt er mir hier so eine Aufgabe und dann geht er weg, ne? Na gut. Aber dann? Also ihr müsst schon als Team zu arbeiten, aber jeder muss seine Arbeit alleine machen. Und sonst werdet ihr nicht fertig. Also ran an beide Akkuschrauber. Das ist eigentlich Beziehungszeit, huh? Die wir jetzt haben. Wir könnten öfter mal sowas zusammenbauen, ne? Dass wir wirklich zeitgleich an einer Latte hängen, machen wir selten, ne? Ja. Ist immer super für eine Beziehung, gemeinsam irgendwelche Sachen zu machen, zu basteln, zu bauen, zu kochen. Also wir machen das auch immer. Aber ja, cool. Haben wir doch schon mal die erste Tür fertig. Das sieht auch so ein bisschen so strandbarmäßig aus, ne? Ja. Cool, ja. Nix da, Strandbar, Kinderzimmer. Sieht aus wie ein Gartenzaun schon. Wo seid ihr denn? Hallo? Ich habe aus Versehen den Bohrer kaputt gemacht, den Holzbohrer, den wir... Ja, es lief gerade wie am Schnürchen, ne? Aber so ist das. Jetzt guckt der Mann, ob er noch einen Steinbohrer hat oder ob wir noch in der Größe an einem Sonntag einen Bohrer auftreiben können. Mal gucken. Ich hoffe. Ja, kann aber passieren, oder? Ja, der wird schon einen zweiten Bohrer haben. Das liegt aber auch nicht an ihr, sondern es kann passieren. Gehört dazu. Wenn der Bohrer abbricht, dann nimmt er das abgebrochene Stück, was er nicht braucht, schmeißt es weg und steckt den Bohrer wieder rein, dass zumindest 2 Zentimeter vorne rausgucken. Und dann könnt ihr den Ansatz schon mal einbohren. Aber bei den Brettern braucht man nicht vorbohren. Das geht mit der Schraube so rein, fertig. Noch ein Bohrer am Start? Sieht schlecht aus. Wir bohren einfach mal so auf gut Glück, dass es nicht reißt. Und andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Im Rheinland schnibbelt Julia den Sternenhimmelstoff für Romeos Schaukelzimmer. Die Romantikidee löst bei ihr Glückshüpfer aus. Oh, schau mal, wie das läuft. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Das kann echt cool aussehen. Ja, es sieht wirklich cool aus. Bestimmt, wenn's hängt. Ich hoffe, wir sind nicht zu kurz. Ja, Schatz, kriegst du es hin? Ich weiß es nicht. Jetzt ist der Beziehungstest par excellence am Laufen, weil das ist eine Fummelsarbeit. Da brauchst du 2 Leute und Zeit und Nerven. Ich hätte ja diese Bespannung am ersten Tag gemacht, wo du dann noch nicht den super Zeitdruck hast. Nur der Hebel. Und, ist gegangen? Geh mal kurz rüber, guck mal, ob es wirklich reicht. Okay, Schatz. Zieh mal, oh mein Gott. Zu rüber, zieh mal dich oh zu. Oh mein Gott. Oh. Ist doch das länger. Oh. Ja, das ist sehr gut. Mama mia. Es muss aber straff sein und gerade, gell, Schatz? Das ist nicht ohne jetzt mit dem Stoffhimmel. Schauen wir mal hin, wie die 2 dann lösen. Das geht wirklich nur mit 4 Händen und Durchhaltevermögen. Geht nämlich in die Arme, das Ganze. Noch 6 Stunden 50. Echt jetzt? Jetzt komm, Schatz, beeil dich. Langsam wird's knapp. Das Blöde ist natürlich, jetzt siehst du die Tackernadeln. Also muss noch eine Leiste drüber. Schatzi. Nico. Hallo, Pipi. Oh. Hallo. Oh. Hallo, Schatzi. Hallo. Bist du gerade wach geworden? Hast du gut geschlafen?
Ja, du magst die Puske. Gleich. Schon komisch, die Falte jetzt, ne? Oh, du hast Hunger. Die sind alle gleich. Ja, die wollen alle nur das eine. Guck mal, da ist eine Falte. Das ist eine riesen Falte, Schatz. Schatz, ich bin noch nicht mal fertig. Das ist aber auch schwierig, das aufspannen. Und jetzt hast du einmal getackert. Das ist wie beim Geschenk einpacken, ne? Das ist so ein großer Fehler. Oh. Wieso Fehler? Das ist nicht schön. Was habt ihr denn für Fehler gemacht? Habt ihr eine Falte drin?